Was? Okay. Okay, Chatsch. Da ist ein H zu viel, ja. Ah. Also, was haben wir? Shadow muss man immer einsetzen. Machen wir Madara ein bisschen leveln. Auf dem Weg nach Orania City. Ich bin vielleicht alt, aber ich weiß immer noch, wie man kämpft. Wo habe ich nochmal meine Pokebälle? Alter! Alter! Was ist denn da kaputt? Das ist ja völlig entstellt. Das ist ja komplett entstellt. Oh. Ja. Wasser und Feuer, ne? Wasser und Feuer, das ist aber eine blöde Kombi. Was ist denn da überhaupt noch stark? Rocktomb. Rocktomb vielleicht. Aber geht daneben, natürlich geht das daneben. Ich hätte eigentlich wechseln müssen, ne? Für Münzmedaillon. Naja, egal. Ich schätze mal, ich habe ein paar von meinen Skills im Alter wohl verlernt. 2500, da hätte ich echt wechseln sollen. Ah, Mann. Naja. Was gibt's denn hier Feines? Zwei fehlen hier noch. Okay. Siehst du das kleine Gebäude da? Das ist der Kanto-Untergrund. Er führt unter Saffronia City durch, den ganzen Weg bis nach Orania City. Hast du noch was? Oh, hier Schätzchen, nimm das. Du kannst doch nicht auf leeren Magen kämpfen. Ist ja putzig, die Alte hat uns einen Keks gegeben. Die Omi hat uns einen Keks gegeben. Würdest du gerne ein Rattata gegen mein Poliwag tauschen? Nee. Nee. Oh, was ist denn hier los? Hey! Es kostet 100.000 Dollar, wenn du hier durch willst. Du kannst nicht nach Saffronia City gehen, ohne den Zoll zu bezahlen. Das ist die Regel. Alter, 100.000 Dollar. 100.000 Dollar, ich spinne noch. Nee, dann gehen wir jetzt mal ein paar Pokémon fangen, hä? Wie gesagt, Mauzis fange ich gerne. Die brauchen wir bestimmt irgendwann, um Kohle zu machen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Jetzt, wo wir das Münzmedaillon haben, kommen wir vielleicht auch ohne Mauzi klar. Mal schauen. Komm, jetzt übertreib's doch nicht.
Ist heute Mauzi-Tag oder was? Knofen war. What the fuck? Ein Taubsi mit einem Knofenser drin. Okay. Autsch. Wie kann ich es verletzen, ohne es umzubringen? Wie könnte man das Ding nennen? Wie könnte man das Ding denn nennen? Kennt ihr Day of the Triffids? Tag der Triffids? Habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt. Ist so ein Horrorfilm mit Pflanzen. Mutierte Pflanzen, die rumlaufen und Menschen angreifen. Es klingt blöd, aber es funktioniert, weil die Pflanzen vorher halt Sporen verbreitet haben über die Luft und die haben irgendwie einen Großteil der Menschheit blind gemacht. Und jetzt laufen halt diese mutierten Pflanzen rum, die Menschen sind blind und die Pflanzen töten die Menschen. Kann ich meinen Hut wechseln? Ja, wenn du den Befehl machst. Sicherlich. Kannst ja auch gerne wünschen, was für einen Hut du sehen möchtest. Ich habe natürlich nicht jedes Pokémon. Aber ich hab ein paar. Und ich habe auch ein paar coole andere Hüte. Also du kannst mit reinschreiben, was für einen du sehen willst. Oder einfach nur was random. Oder... Oh Gott, was ist das denn? Irgendwas mit Geruch. Ah, kann man Geisttyp Pokémon angreifen. Musste aber mit Durchpunkten auslösen, ne? Ich glaube, der Befehl heißt, ich ziehe meinen Hut. Mir fehlen noch zwei Pokémon auf dieser Route. Wo sind die denn? Oder kommen die vielleicht bei Nacht? Es könnte sein, dass die bei Nacht kommen. Aber ich erkenne Teddy Ursa. Aber was ist das andere? Strecken. Oh, du warst nicht fertig. Komm gerade erst vom Abendbrot. Weißt du, wie müde ich bin? Also, bis zu den 10. Ah. Ah. So. Da hast du, glaube ich, den falschen Befehl aktiviert, oder? Eines Teddy Ursa, was ist das andere? Ein Pipi? Aber Pipi haben wir doch eigentlich schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das andere Pokémon sein soll.
komm schon. Es könnte sein, dass das nur... dass die nur bei Nacht auftauchen. Ah! Ein Pummeluff! Pummeluff fehlt uns noch? Ich hätte nicht gedacht. Gut, wir haben, glaube ich, die Vorstufe. Und wir haben schon Kombinationen von davon gefangen. Also mit Pummeluff drinne, glaube ich. Aber Pummeluff an sich hat noch gefehlt, okay. Okay. Könnten wir den Pummeluff nennen? Irgendeine Sängerin. Irgendeine Sängerin. Ich weiß nicht genau, wie man sie schreibt. So, Celine Dion? Bin mir nicht ganz sicher. Oh! Hä, warum hat sich die Anzeige jetzt geändert? Warum ist Pummeluff nicht mehr in der Anzeige drin, ne? Das Pummeluff ist verschwunden aus der Anzeige. Das Teddy Ursa auch. Und auf einmal ist da ein Togepi. Hä? Und es ist jetzt bei Nacht. Oder ist es jetzt Nacht geworden? 9 Uhr abends ist Nacht geworden. Ah, die Spawns haben sich geändert. Ja, Myrapla kommt bei Nacht raus. Zumindest auf den meisten Routen. Das habe ich aber ehrlich gesagt noch nie gemocht. Dass man dann bei Tag und bei Nacht gucken muss. Das fand ich schon immer ein bisschen blöd. Togepi! Wie verletze ich das jetzt, ohne es umzubringen? Biss ist Unlicht gegen Fee, ist schlecht, ne? Biss sollte nicht effektiv sein, ja. Vergessen, uns einzuschläfern. Jetzt. Jetzt schnappen wir es. What the fuck? Eine Halloween-Version. Einfach nur ein Ei. Ich nehme die Halloween-Version, die sieht cool aus. Aber wie nennen wir Togepi? Ach, genau. Ei. So, nochmal kurz heilen und dann Richtung. Oh!
Tauchst direkt nochmal auf. Dann Richtung, sag schon, Orania. Und jetzt? Oh nein, hat sich das Spiel aufgehängt? Hat Metronom das Spiel gecrashed? Nein! Oh fuck, ernsthaft? Och nö! Nein! Warum? Warum? Hat irgendeinen Move ausgewählt, der nicht funktioniert oder sowas? Jetzt muss ich die Kämpfe nochmal wiederholen. Es sei denn, ich habe gespeichert nach den Kämpfen. Und dann muss ich das Fangen nochmal wiederholen. Oh, shit. Ich hasse es, wenn ich Sachen nochmal nachspielen muss. 12 geht auch nicht. Ich kann die App nicht mal resetten. Was ist denn los hier? Was ist hier gerade los? Normalerweise rebootet F12 die App. Oh Mann. Das ist blöd. Das muss ich jetzt per Task Manager schließen. Wie heißt das? Pokémon. Oh, jetzt ist passiert. Jetzt ist irgendwas passiert. Das RGSS-Skript scheint festzuhängen. Infinite Fusion wird force-quittet. Ja. Zumindest hat er eine Erkennung eingebaut, dass wenn sowas passiert, dass es das ausmacht. Aber man, so ein Mist. So ein Mist. Was habe ich jetzt als letztes gemacht? Ich glaube, ich muss die Kämpfe nochmal wiederholen, ja. Mist. Und das Fangen nochmal wiederholen. Ich fange beim Fangen an. Weil da gab es ja einen Tagesborn. Genau. Wir müssen Pummeluff wieder fangen, wir müssen das Teddy Ursa vielleicht noch bekommen, wenn wir es zeitlich schaffen. Und dann die Kämpfe nochmal wiederholen. Ist ärgerlich, wenn sowas passiert, ne? Deshalb speichere ich immer so häufig an so vielen Stellen. Ihr fragt euch manchmal mal wahrscheinlich, muss das immer sein? An jeder Ecke speichert der. Man sieht, was passiert, wenn man es mal nicht macht. 18 Minuten Progress quasi komplett verloren. Ist nicht viel, aber ist halt blöd. Weil wer weiß, ob das Pummeluff jetzt überhaupt wieder auftaucht oder ob ich es jetzt nicht erwische bei Tag. Ja, jetzt ist schon wieder Nacht. So schnell Nacht geworden. Ich hab das Pummeluff nicht bekommen. Ich hab das Pummeluff nicht bekommen. Das ist schade.
Hat's funktioniert. Es wird wohl irgendwie einen Move ausgewählt haben, der zu Zeiten nicht richtig programmiert ist oder so. Und dadurch ist abgestürzt. Halt echt schade, dass es dadurch, dass jetzt ja das Pummelhof jetzt weg ist, ne? Ei. Ich mag zwar alt sein, aber ich weiß noch, wie man kämpft. Dann sieht das wieder anders aus, ne? Also die Custom Sprites, die verwendet werden, die sind wohl echt random. Komischerweise. Ich muss eigentlich auf Griever wechseln. Ne, auf Shadow. Weil Shadow hat das Münzmedaillon. Echt schon erwartet, dass es sich selbst verletzt. Nein! Komm schon. Oh, Shadow, warum tötest du dich selbst? Warum tötest du dich selbst? Naja. 5120. Dann gib mir noch den Cookie. Ja. Dankeschön. Ein lecker Cookie. Ich mag Kekse. Was haben wir denn noch Feines hier? Das ist ein Fusionsball. Oh, es funktioniert besser bei fusionierten Pokémon. Ah. Ja, warum denn nicht? Und auch 10. Und kriegen dann ein extra. Ja. Dann nochmal 10 Pokébälle.
Ja. Und jetzt fangen wir auch langsam mal an, die Superbälle zu kaufen. Das wird teuer, du. Escape Rope. Weiß ich nicht. Manchmal ganz praktisch. Wir haben schon einen. Wir kaufen mal noch einen dazu. Und von den Heil-Items braucht man eigentlich auch mal immer ein paar. Also. Ein Antidote. Paralyze Heal. Awakening. So dass ich von jedem drei Stück habe. Super Potion. Habe ich ein paar? Erstmal. Was hast du hier drüben eigentlich noch? Netzball. Pretty Wing. Obwohl diese Feder schön ist, ist es einfach nur eine normale Feder und hat keinen Effekt auf Pokémon. Wirklich? Wirklich keinen Effekt? Wir fragen Google. Google ist dein Freund. Prachtfeder. Genau das ist das. Eine ganz normale Feder, die rein gar nichts bewirkt. Was? Ernsthaft? Rein gar nichts? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Habe ich sie gekauft? Keine Ahnung, was sie bewirken soll, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Item nichts macht. Danke fürs Warten. So, endlich jetzt mal auf nach Orania City, oder? Es ist bald schon wieder morgen. Wir könnten auch einfach abwarten, bis es morgen ist und dann hier nochmal die Pokémon fangen, die noch fehlen. Hier fehlt ja, wie gesagt, ich glaube Teddy Ursa und Pummeluff. Wollen wir kurz warten? Oder einfach ins Hotel gehen, geht auch. Die Zeit verstreicht auch recht schnell, ne? Ach, bei Nacht laufen die hier draußen rum. Und bei Tag sind sie drinne. Verstehe. Ein Mondstein für 6000? Nee. Nee, ich habe ja schon einen. Der reicht mir. Uhr. Na komm, wir gehen einfach schlafen. Für 3 Stunden oder sowas. Ne, 6 ist das Minimum. 6 Stunden sind das Minimum. Das wurmt mich einfach, dass ich das Pummeluff schon hatte. Und dann ist es einfach wieder weg gewesen, weil das Spiel gecrashed ist. Hä? Aber warum ist es... Es ist doch jetzt... Hä? Die Spawns sind doch falsch.
Und da gibt es noch einen Nachmittags- oder Abendsborn oder was? Bin gerade völlig verwirrt. Wenn ich jetzt wieder 6 Stunden mache, dann sind wir schon bei 16 Uhr. Wir warten jetzt einfach mal in-game die 2 Stunden ab. Das sind 5 Minuten oder sowas. Ich mach mal die Aufnahme auf Pause und 16 Uhr, ne, oder nach 12 Uhr geht's dann weiter. Jetzt sind sie schon wieder da. Na, hallöchen, Xela. Alles fit im Schritt? If you can see, the numbers all go to 11. It's one now. Was ist das für ein Ding? Was ist da drauf geklatscht? Up to 11. Ah. Crank it up to 11. Ich hab's geschafft, das Spiel zu crashen. Vorhin. Ich hab das mittlerweile in jedem Spiel. Ich finde jeden Bug, egal wie selten er ist. Ich hab's geschafft, dass das Spiel gecrashed ist. Ich hab hier Pummeluft gefangen. Und dann bei Nacht Togepi. Und dann wollte ich gerade nach oben rausgehen, um mich zu heilen und zu speichern. Bin dabei noch auf ein Togepi getroffen. Das Ding hat Metronom eingesetzt. Und aus irgendeinem Grund ist das Spiel dadurch gecrashed. Hat sich aufgehangen. Wahrscheinlich hat es versucht, irgendeinen Move zu starten, der nicht funktioniert oder nicht gecodet ist. Weißt du, einen von, weiß der Geier, wie viele tausend Moves es gibt. Und er ist auf der einen Unglückszahl gelandet, die wahrscheinlich nicht programmiert ist. Und dabei ist das Spiel gecrashed. Es hat den Move Alt plus F4 gewünscht. Das ist gut möglich, du. Das ist sehr gut möglich. Drei Stream-Serie. Ah, naja. Deine Serie war ja weg am Wochenende. Ich hoffe, du hast wenigstens Spaß gehabt. Und das war es dir wert, deine Serie zu verlieren. Pokéball, Flieg und Sieg. Ich habe übrigens schon seit heute Nachmittag Pokémon gestreamt. Du hast wahrscheinlich absichtlich nicht reingeschaltet, weil du dachtest, es kommt Dying Light. Ich habe mich aber mal wieder umentschieden. Ich mache nicht mehr 2 Spiele an einem Tag. Das ist immer so stressig, weißt du? Ich habe nachmittags meistens nicht viel Zeit vorm Abendbrot. Und jedes Mal OBS umstellen ist so ein Riesenaufwand. Und sag mal, dann für eine Stunde oder eineinhalb Dying Light anzufangen, macht keinen Sinn. Ich mache jetzt einfach ein Spiel pro Tag und mache dann halt abends immer die kleine Abendbrotpause und mache dann weiter. Und ich weiß jetzt nicht, ich denke, ich werde jetzt die Woche einfach Pokémon durchziehen. Und wenn wir Fusion durch haben, dann werde ich dann auch nochmal eine Woche Dying Light durchziehen, dass das durch ist. Ich will nicht mehr so viel hin und her springen zwischen Projekten, weißt du? Ich will einfach nur mich mal gemütlich hinsetzen und eine Woche lang einfach nur ein Spiel durchspielen. Und wenn euch das Spiel nicht gefällt, was ich gerade spiele, dann guckt ihr mal eine Woche nicht zu. Ist halt so. Ist halt so. Aber ich kann nicht für die Pokémon-Zuschauer jeden Tag eine Folge Pokémon machen und für die Dying Light-Zuschauer jeden Tag eine Folge Dying Light und sowas. Das ist mir alles zu viel. Ich schraube das jetzt ein bisschen runter. Ich bin ein alter Mann. Ich mache ein Spiel pro Tag, pro Woche. So in etwa. Macht das Sinn? Ich hoffe, das macht Sinn. Und dann verpasst du auch weniger Streams, weil es halt nur einen langen gibt, statt 2 kürzere. Weißt du?
Celine Dion! Na, das war... glaube ich, das Feld noch gar nicht erreicht. Am Samstag wird es kein Stream geben, kann ich jetzt schon ankündigen. Da bin ich wieder mit der Familie unterwegs. Aber Sonntag würde ich nochmal so eine Runde Diablo machen. Wie jetzt letzten Samstag zum Beispiel. Da probieren wir wieder einen neuen Charakter aus und gucken uns den einfach mal über den Tag an. Komm schon, ich will das Vieh haben. Ich glaube, das ist ein Teddy Ursa. Bin der Meinung, es müsste ein Teddy Ursa sein. Es sieht halt sehr Teddy-artig aus, oder? Diese Mauzis! Du Ziepbeklatscher! Da ist er! Teddy Ursa! Den kann ich aber nicht verletzen, ohne dass er stirbt. Da muss ich, glaube ich, gleich einschläfern. Ich brauche irgendein Pokémon, wo ich Force Swipe drauf habe. Das wäre ganz praktisch zum Fangen. Force Swipe und Sleepowder zusammen, wenn es geht. Aber ich weiß nicht, ob ich das auf ein Pokémon zusammenbekomme. Und dann kann der nicht mehr viele andere Moves machen. Das wäre ein bisschen schade, ne? Oh ja, irgendwo einen Force Swipe wäre ganz praktisch. Oh. Der ist putzig. Und den nennen wir, glaube ich, einfach nur Ted. Kennt ihr den Film? Mit dem sprechenden Teddybär? Herrlich. Gibt sogar zwei Teile davon. So, das war's. Jetzt habe ich sie alle. Du hast sie doch nicht mehr alle! Ich würde gerne ein paar Items sortieren. Geht das überhaupt? Sortback. Bei Quantity? Aber andersrum. Ja. Und hier? Alphabetisch, schätze ich mal. TMs passen so. Ja, gut. Das Quest-Journal. Wir haben gerade keine Quest laufen, ne? Wir brauchen jetzt nur noch irgendwie ganz dringend eine Angel. Und ich schätze mal, die Angel kommt dann in Orania City. Wenn sie nicht in Azuria City kam, dann muss die in Orania kommen. Vielleicht habe ich mich auch mit der Stadt vertan. Könnte Orania City gewesen sein statt Azuria. Musst du Smetbo mit Krabby machen, dann hat Griever sein Wasser und du dein Force Swipe. Aber ich weiß nicht, ob ich Force Swipe
und Schlafbruder auf dem gleichen Pokémon haben will. Bisschen problematisch, oder? Weil dann hat es nur noch zwei andere Moves. Das ginge theoretisch auch. Es wäre dann Wasser. Es würde dann also, sag ich mal, entweder Surfer oder die Hydropumpe bekommen. Wegen Compound Ice wäre Hydropumpe eigentlich ganz geil, aber wir brauchen ja auch irgendwo einen Surfer. Entweder Surfer oder die Hydropumpe. Force Swipe. Leap Powder. Und ich schätze mal als Käfer-Move. Ja, jetzt habe ich gerade Silverwind, irgendwas anderes dann. Ansonsten habe ich auch drüber nachgedacht, kann Kabutops nicht theoretisch auch Force Swipe? Weil Kabutops ist doch eigentlich nichts anderes als so eine Art prähistorisches Sichlor. Und Sichlor kann Force Swipe. Und wenn du Kabutops als zweites nimmst, dann ist es ja Steinwasser, glaube ich, und das Wasser landet dann auf dem Pokémon. Dann könnte man theoretisch über Kabutops vielleicht auch das reinbekommen. Weiß es nicht. Aber es wäre ganz cool, wenn wir ein, sag ich mal, dediziertes Fänger-Pokémon hätten. Jetzt hat gerade die Tür geklingelt. Moment, ich muss mal kurz an die Tür gehen. Pause. So, ja, sorry, da hat es gerade an der Tür geklingelt. Und eigentlich erwarte ich heute kein Paket. Und es war auch kein Paket, es war einfach nur ein Kind, was gefragt hat, ob ich einen Yarim kenne. Was zum Teufel? Nein. Wer zum Henker heißt Yarim? Und warum soll ich denn kennen? Klingelt doch nicht bei fremden Leuten und fragt irgendwelche Sachen. Ich bin schwer beschäftigt. Nochmal zum Thema. Smetbo als Catcher-Pokémon, was könnte man denn da noch so reinkriegen mit Force Swipe? Kabutops kann wirklich kein Force Swipe? Hätte ich mir irgendwie gedacht, weil das sieht doch wie ein Sichlor, bloß aus Stein. Also ein Fossil-Sichlor. Schade. Nichts außer Müll da drin. Das hast du erwartet. Du kannst DNA-Splicer benutzen bei fusionierten Pokémon, um sie zu unfusionieren. Aber es kostet dich trotzdem einen DNA-Splicer. Wasser Generation 1 nur Krabby. Und was ist mit Gen 2? Weil theoretisch könnte man hier auch ein paar Gen 2-Viecher fangen. Und das Pokémon wird seine Fähigkeiten verlieren. Und sogar etwas von seiner Erfahrung auch. Ach so, deshalb sind die beim Defusionieren Level runtergegangen. Die verlieren echt Erfahrungspunkte. Also sei vorsichtig. Das ist ja blöd. Die verlieren echt Erfahrungspunkte, wenn man sie defusioniert. Ah, na gut. Deshalb waren wir ein bisschen underleveled bei Misty. Wir haben so viel hin und her fusioniert. Krebskorps. Krebskorps oder Krabby? Müssen wir mal den Grieva fragen, was er davon hält. Fusion Incense? Was ist denn das? Es ist ja sein Pokémon, sag ich mal so, ne? Er hat am Ende die Entscheidung darüber. Wo ist denn das jetzt hier? Fusion Incense? Blind oder blöd? Oder beides? Fusion Incense. Ein Duft, der fusionierte wilde Pokémon für die nächsten 50 Schritte anlockt. Ah! Okay. Und könnt ihr mir sagen, was ich mit Pretty Wing machen kann? Ich hab's gegoogelt. In den Originalspielen hat Pretty Wing keinen Nutzen. Gar keinen. Anscheinend. Weiß ich nicht. Steht zumindest so da. Ohne was zu spoilern, einfach nur Ja oder Nein antworten. Hat Pretty Wing in Infinite Fusion irgendeine Verwendung? Weil ich hab's sogar extra aus dem Shop gekauft. Für 1000 Poké-Dollar. Weil ich dachte, es macht vielleicht doch irgendwas Cooles. Aber naja. Könnt ihr mal reinschreiben. Ja, nein, vielleicht.
Und Griever, die Frage war, könnte man hier vielleicht einen Krabi mit reinklatschen? Oder willst du lieber doch Aquana? Oder Lapras oder sowas? Der Hintergedanke ist nämlich folgender. Ich hätte gerne, weil ich ja eigentlich alles fange, was ich noch nicht im Pokédex habe, nur so zum Spaß, hätte ich gerne ein dediziertes Catcher-Pokémon. Und ich hätte hier gern Trugschlag drauf. Force Swipe. Jetzt die Frage, wie kriegen wir Force Swipe drauf? Und da meinte der Xela eventuell mit einem Krabi. Deshalb die Frage an dich, ob das für dich okay wäre oder lieber doch Aquana. Es hat dann leider nur noch zwei Attack Moves, ne? Es hat dann Force Swipe und Schlafpuder und dann halt Hörfer oder Hydropumpe und irgendeinen Käfermove. Es verliert Attack-Potenzial, auf jeden Fall. Aber es wäre halt unser Main-Catcher. Krabi ist halt Bullshit mit Blizzard. Und Hydropumpe lernt es nicht. Krabhammer? Aber das ist ja dann physisch, ne? Krabi ist allgemein physisch, oder? Krabhammer, Stärke 190%. Ja, aber da kommt dann halt auch wieder die Frage, wer kriegt dann Surfer? Wer kriegt Surfer, wenn er Krabhammer hat? Rückschlag. Aber auch nur durch TM, oder? Oder lernt er das von selbst? TM. Ja, ich weiß es nicht. Oder habt ihr noch eine andere Idee? Ich sag mal so, es muss ja nicht auf dem gleichen Pokémon drauf sein. Wir könnten Trugschlag auch auf irgendeinem anderen Pokémon haben und dann zum Einschläfern rüberwechseln. Ist ja auch noch eine Option. Auf welchem Pokémon würde Trugschlag denn Sinn machen? Und welches kann es denn überhaupt erlernen von dem, was wir hier haben? Könnt ihr vielleicht mal nachgucken. Wenn man Kreputakt reinnimmt, damit es Unlicht hat, kann es dann trotzdem Surfer? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich kann der Kreputakt-Teil trotzdem den Surfer lernen. Die Frage ist halt, macht das Sinn, weil Surfer dann kein Step mehr hat. Ja, du hast das alle Gen 1 genannt, aber es gibt ja auch noch Gen 2. Bibor, Ibitak, Parasek, Porenta, Kingler, Knogger, Sichlor, Pinsir, Skorgler, Sherox, Garaborn, Sneebel. Ja, ich weiß nicht. Leute verlieren oft Sachen im Untergrund. Ich weiß nicht. Ich und meine Schwester, wir kämpfen zusammen!